Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Syberia Teil 4. Hier ist die Goretti. In der letzten Folge haben wir mit Dana so ein bisschen den ganzen Parcours hier erkundet. Wir haben einiges herausgefunden, dass hier eine Pianistin oder eine Konzert, wahrscheinlich eher eine Violistin, so wie es ausschaut, steht sie ja mit Cello als Figur, als mechanische Figur da herum. Und diese ist bei einem Konzert ums Leben gekommen, als die Stadt um diesen Platz herum Feuer gefangen hat. Wobei alle, die auf diesem Platz waren, scheinbar gestorben sind, während die Solistin noch munter fröhlich weitergespielt hat. Ja, so ist es. Und wir können jetzt zwischen Kate und Dana wieder mal hin und her wechseln. Allerdings glaube ich, sollten wir erstmal mit Dana ein bisschen was herausfinden, können wir mit Frau Beckmann noch mal reden. Kommen Sie zurück zu mir, sobald Sie die Berichte von den 4 Wartungsmitarbeitern geholt haben. Aber natürlich, Frau Beckmann. Dann gehen wir mal los. 4 Wartungsmitarbeiter. Ich denke, die Leute, mit denen ich hier gesprochen habe, schon in der letzten Folge, das könnten die Wartungsmitarbeiter sein. Einer wäre wahrscheinlich hier. Mit dem können wir reden. Wow, alles klar. Ich sehe ganz, ganz viele Rätsel auf mich zukommen. Lass uns erstmal mit dem reden. Sie kommen von Frau Beckmann, richtig? Sie können ihr sagen, dass es mit diesem Automaten kein Problem gibt. Er muss nur gereinigt und geölt werden. Sie können gerne einen Blick auf den Mechanismus werfen. Danke, mein Freund, das werde ich jetzt auch tun. Oh je. A, C, F oder G, D? Der Wartungsmitarbeiter sagte, er funktioniert. Ich sollte ihn nicht anfassen. Ich glaube, das sollte ich mir abschreiben. Also, pass auf, ich mache mir so ein Kästchen fertig. Ein Kästchen. Ja. Und da tun wir mal A, C, D und G. Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das mit Sicherheit nicht unwichtig ist. Zurück. Ich weiß nicht, ob diese Zahlen noch irgendetwas zu bedeuten haben. Zum Beispiel diese auf dem Kopf stehende 2. Oder ist das ein Violinschlüssel? Ich kann es hier nicht sagen. Ich kann das nicht richtig identifizieren. Gut, das wäre Nummer 1. Bist du auch ein Wartungsmensch? Ein Teil des Mechanismus wurde beschädigt, aber ich habe es ausgetauscht. Sie können Frau Beckmann sagen, dass jetzt alles in Ordnung ist. Gut, und das hier ist das nächste Mechanismus. Oh Mann. Oh, das ist so viel. Das sieht komplex aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Sachen erinnern könnt, die wir gekriegt haben. Also diese Zettel in der vorletzten Folge oder so. Das sieht ganz danach aus, als wenn das hier, ne, offene und geschlossene Punkte sind. Alter. Wow. Ich krieg Angst. Gut. Auf der Seite können wir uns auch nochmal das Ganze angucken. Bin ich froh, dass ich das nicht stemmen muss. Ich muss das nachher auch noch stimmen. Eieiei. Na, das kann ja kompliziert werden. Egal. Gehen wir mal weiter. Ich hätte mir einfach Fotos machen sollen mit dem Handy. Wäre genauso leicht gewesen. Anstelle mir versuchen, alles abzuschreiben. Du bist keiner. So, mit 2 habe ich bisher gesprochen. Du bist noch einer. Den da hinten hatte ich. Das ist Nummer 3.
Sie können Frau Beckmann sagen, dass dieser Automat noch ordnungsgemäß funktioniert. Aber er ist so dreckig, dass er nicht mehr lange durchhält. Ich werde den ganzen Tag brauchen, um ihn so sauber zu machen, dass er den Winter übersteht. Na, dann mach du das, mein Freund, dann mach du das. Introspektion untersuchen. Nee, bleib mal hier. Kann man hier irgendetwas untersuchen? Nein. Da muss jetzt aber noch ein vierter sein. 1, 2, 3 habe ich gefunden. Ein vierter muss da irgendwo noch sein. Aber wo? Ist der vielleicht drin im Turm? Das könnte natürlich sein, ne? Das könnte natürlich sein. Dana, geh mal dahin. Abgeschlossen. Ja, aber du hast doch einen Schlüssel, Dana. Hey, passen Sie auf, was Sie hier tun, ja? Nicht, dass Sie sich verletzen oder etwas kaputt machen. Auf gar keinen Fall möchte ich mich verletzen oder irgendetwas kaputt machen. Das ist einfach nur verlassen, ansonsten, oh ja. Die Ersatzteile für die Automaten auf dem Platz. Ja, die großen Schwäne. Herrlich, okay. Ich frage mich, wann Kate auffällt, ja, dass ihre Spieluhr und die Schwäne wahrscheinlich, diese ganzen vielen Schwäne hier in Wagen ein und dasselbe sind, so mehr oder weniger. Gut, reden wir mit dem Mann. Ich komme gerade vom Turm. Sie können Frau Beckmann sagen, dass dort oben alles in Ordnung ist. Der Mechanismus ist in perfektem Zustand. Der Wartungsmitarbeiter sagte Dana, dass es irgendwo in diesem Raum einen Zugang zum Uhrenturm gibt. Dann öffnen wir doch mal, was auch immer das hier ist. Oh, ich habe oben schon alles überprüft. Es bringt nichts, wenn Sie darauf gehen. Der Aufzug, den Dana nehmen wollte. Er führt zum Uhrenturm. Wir müssen ihn finden, Oscar. Oh Mann. Ja gut, dann wechseln wir jetzt doch mal zu Kate. Oder reparieren Mechanismus. Den Aufzug zum Turm finden. Gut, wechseln wir. Offenbar hatte der Rektor recht, Oscar. Ich sollte die Mechanismen finden können, die er repariert haben möchte. Indem ich dem Weg folge, den Dana in dem Bericht beschreibt. Ja, wenn wir heute noch Zugang dazu finden, Kate Walker. Ich bin so froh, dass Sie Ihren legendären Optimismus nicht verloren haben, lieber Oscar. Na dann, lass uns mal schauen. Ich denke, wir müssen nach draußen. Mit der guten Kate und die Sachen hier ja, reparieren. Vielleicht auch auf dem Pavillon den Schlüssel finden. Das könnte natürlich auch sein. Schauen wir mal. Kann ich auf den Pavillon drauf? Das mache ich mal als erstes. Vielleicht finde ich da ja auch den Schlüssel zu dem Turm. Und ich hoffe, dass nicht das Café jetzt mittlerweile im Turm liegt. Kann ich hier irgendwas machen? Hier hatte sich Dana ja den Schlüssel geholt. Nein. Ansehen. Ich kann es so nicht öffnen. Ich glaube nicht, dass ich das direkt öffnen kann. Nee, kannst du auch nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, wir finden hier einen Schlüssel. Ist aber nicht so. Oder hatten wir von dem Leiter schon einen Schlüssel bekommen? Ich weiß es gar nicht so genau. Gut, dann schauen wir uns mal als erstes hier das Ganze an. Toll. Toll, die Zahlen habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Was sind hier alles für Zahlen drauf? Lass mich erstmal schauen.
9 und 0. Ich denke, hier werden auch nur Zahlen sein, ne? Ich werde nochmal zurück in die Vergangenheit gehen müssen. Sind alles nur Zahlen. Ja, es sind alles nur Zahlen. Okay. Lass mich nochmal zu Dana. Dana, komm mal her. Ich habe mir zwar die Buchstaben und so aufgeschrieben, aber natürlich nicht die Zahlen links an der Seite. Mann. Ich sollte zurück zu Frau Beckmann gehen. Ja, das machen wir sofort. Ich möchte, dass du dir das hier... Bleib hier, Dana. Bleib hier. Oh, hör doch auf, Spiel. So, stehen bleiben. Danke. Hab ich das jetzt angeklickt? Wow. Also das sind Sachen, die regen mich dann so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen auf. Das Spiel dreht die Kamera so ganz minimal und du klickst schon daneben. Nein, wir wollen uns heute nicht aufregen. Und zwar hier an der Seite. Zurück. Hier sind Zahlen. Und die stehen teilweise auf dem Kopf. Ich muss gegenüber denken, oder? Ich schreibe mir mal die Zahlen auf. 8, 2, 4, 6. So. Bevor ich zu Frau Beckmann gehe, gehe ich nochmal zu Kate oder gehe ich und versuche das mal. Also. 8. Ich glaube, dass ich die gegenüberliegende Zahl nehmen müsste. Ich muss... da muss ich aber gezielter nachdenken dann. Oder vielleicht passt es auch so. Ich weiß es nicht. Die Sachen stehen ja Kopf. No? Es ist einfach so. Ah. Teufel und Eins. Ich hab's mir gedacht, dass es falsch ist. Wenn ich mir eine, ja, Walze vorstelle, was wäre dann gegenüber von der 8? Ich probiere hier ein bisschen aus. Ich melde mich gleich zurück. Ich komme so nicht drauf. Ich weiß nicht genau, welche Zahlen ich hier eingeben muss. Mir ist allerdings noch was aufgefallen. Den Rektor vor der Reparatur des Klaviers nach dem Platz befragen. Habe ich das nicht getan? Komm mal mit, Dana. Kate. Vielleicht können wir das noch eben erledigen. Und dann probiere ich noch ein bisschen rum. Aber so, ich probiere hier gerade schon seit Ewigkeiten herum. Ah. Ich habe auch sogar versucht, an die Dokumente mal heranzukommen, die ich eigentlich eingesammelt habe im letzten Video, vorletzten Video. Oh, das ist alles... Naja. Reden wir mal mit ihm. Na, pfeifst du ein bisschen rum? Entschuldigung. Hallo? Was denn noch? Sie sind wohl nicht von der Modernisierung des Platzes begeistert. Der Stadtrat hat es in seiner großen Weisheit für veraltet und unberechenbar befunden, dass die Musikautomaten vom besten Studenten der Akademie ausgelöst werden. Oder von einem Solisten oder Virtuosen von auswärts. Ganz zu schweigen von Straßenkünstlern, die ziehen keine Touristen an. Nein, sie wollen die Aktivierung des mechanischen Konzerts elektronisch und über Computer steuern. Damit es regelmäßig abläuft, wie bei einer Zirkusnummer. Wurde es gemacht? Oh, die Gespräche zogen sich ewig hin, aber nichts wurde je unternommen. Und so wurde der Platz immer mehr vernachlässigt. Und die mechanischen Automaten begannen zu verfallen.
Ja, das klingt gar nicht gut, hör mal. Warum soll die Akademie schließen? Ganz einfach. Wir haben keine Studenten. Keine Studenten, kein Unterricht. Kein Unterricht, keine Akademie. Und warum gibt es keine Studenten, wenn das keine dumme Frage ist? Weil der Bürgermeister uns die Mittel gekürzt hat, mit denen unsere Institution einst Weltruhm erlangte. Warum hat er das getan? Knapper Haushalt offenbar. Also kein Personal, keine Studenten. Keine Studenten, kein Unterricht, kapiert. Aber ganz unter uns gesagt, meiner Meinung nach ist das nur eine Ausrede, um uns aus dem Gebäude zu drängen. Und warum sollte das jemand wollen? Damit andere reich werden. Gierige Bauträger, die unsere Institution in Läden aufteilen wollen. In Apartments und Büroflächen. Genau wie bei allen anderen Gebäuden rund um den Musikplatz. Das ist schade. Es gibt nur ein Problem. Selbst wenn ich es schaffe, alle Teile des mechanischen Orchesters zu reparieren, muss ich immer noch das Klavier richtig spielen. Und ich habe seit der Schule nicht mehr Klavier gespielt. Mom hat mir eines gekauft, als ich klein war, aber richtig gut war ich nie. Keine Sorge, Sie müssen keine Virtuosin sein, um den Mechanismus zu aktivieren. Das mechanische Orchester kommt heraus, wenn Sie alle Noten spielen. In der richtigen Reihenfolge. Aber der Rhythmus ist egal. Sie müssen nur Noten lesen können. Dann mache ich mich auf den Weg. Ja. Na toll. Und viel Glück mit den Mechanismen. Und das war's schon. Und schon haben wir die, sag schnell, die Nebenmission erfüllt. Ja, danke. Okay. Gehen wir wieder raus. Ich muss mich da, also, an der Walze. Man hat es ja, ne, wenn ich jetzt mal zu Dana zurückwechsle. Das Ganze steht Kopf, das heißt, ich sehe von innen die inneren Zahlen. Ich müsste die Walze so weit drehen, dass auf der gegenüberliegenden Seite das, was gegenüber der 8 steht. Ja, so ist mein Denken. Ich werde es nochmal ein bisschen herumprobieren und vielleicht klappt es ja noch. Und genau. Das Ganze fängt nicht mit der 8 an, sondern mit der hier auf dem Kopf stehenden 6. So viel sei mal klar. Gut, probieren wir es aus. Also, bis gleich. Ich hatte recht. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet. Es ging alles so schnell, aber ich schneide euch das gut so zusammen, dass man das gut sehen kann. So, hier fehlen jetzt auch einige Sachen. Hier kann ich scheinbar auch irgendetwas drehen, wenden, was weiß ich. Ich hätte mir das doch ein Bild von machen sollen. Ich glaube, das mache ich gleich auch noch. Ah ja. Gut. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen zu weit. Kann ich dich nach unten bewegen? Ah, ich verstehe. Das könnte sich... Aber ich muss irgendwie die Teile doch auch noch nach unten bewegen können. Kann ich diese Walzen nach unten bewegen? Etwas stimmt nicht. Ja, das ist richtig, Kate. Ich würde ganz gerne diese Walzen hier, weil die standen ja auch auf einer bestimmten Höhe an und für sich. Kann ich hier was machen? Ich kann dich schieben. Okay. Kann ich dich noch weiter reinschieben? Nein. Doch. Alter, das wird jetzt wirklich kompliziert, glaube ich. Natürlich, weil die drehen sich zusammen. Kann ich dich noch weiter reinschieben? Nein. Das heißt, ich habe immer nur zwei zum Reinschieben. Dann wird es gar nicht so kompliziert. A, D. Nee.
Nein, 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 nein. Das muss auf, Kann ich die Walzen wirklich nicht nach unten ziehen? Also die hier oben stehenden Walzen? Doch. So kann ich das bewegen. Alles klar. Na dann, probieren wir es mal. Ich habe dich da reingezogen. Kann ich dich jetzt... Kann ich. Dann muss ich mir das doch eben mal in der Vergangenheit einfach mal ein Foto von machen. Dann weiß ich, wie ich dich stellen muss. Und das mache ich jetzt auch. Mit meinem super tollen neuen Handy. Alten neuen Handy. Ich möchte ganz gerne da mal dran. Chakadilaka. Jetzt wissen wir auch, wie wir es machen müssen. Hoho. Aber mehr Klegastheniker brauchen dann natürlich Fotos von Handys. Chaka. So. Sehr schön. Auf zurück zu Kate Walker. Lass mich mal das Foto ansehen, das ich gemacht habe. Das ist verrückt, ist das? Das ist total verrückt. Also. Ich denke, ich sollte mit dem D anfangen, das nach unten zu bewegen. Nein, ich will es nicht drehen, sondern ich will dich nach unten ziehen. Und zwar genau hierhin. Gehst du? Okay, warte. Das heißt, ich kann gar nicht so weit. Nee, 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 lass das auf A stehen. Geh mal nach oben und zwar hierhin. Kann ich dich ein bisschen nach oben bewegen? Ja. Weil das D muss noch tiefer. So, hierhin. Jawohl. Weg mit dir. Machen wir dann hiermit einfach weiter. Das C. Das G kommt ganz nach unten. Ziehen wir mal beide zusammen. Ein bisschen tiefer. Das C kann ich eigentlich schon mal dahin stellen, wo es hingehört. Nein. Kann ich nicht. Warte. Warte, 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 warte. Wie machen wir das denn jetzt? Weil das steht mir ja gleich im Weg, ne? Nein, ich will dich nach oben schieben. Du stehst mir sonst nämlich gleich im Weg. So, holen wir mal. Na. Komm ich da dran? Komm ich. Ah, du kannst nur den einen tragen. Das wird jetzt doch ein bisschen komplexer. Gut. Nee, ich möchte erst den anderen. Boah, ist das schwierig. Ich meine, ist gut gemacht. Muss man ganz klar sagen. Gut gemacht. Du musst im Prinzip nach ganz unten. Noch tiefer gehst du nicht, okay. Dann holen wir dich mit dem hier raus. Geht nicht. Der lässt sich nicht weiter vorschieben. Gut, pass auf. Dann nimm du den mal. Eben beiseite. Zack. Das hätten wir. Das hätten wir auch. Das haben wir. Und dann fehlt's nur noch du. Du musst auf dieser Höhe ungefähr. So, dann drehen wir dich schon mal auf das C. Muss das mal ein bisschen größer haben. Du stehst auf A, das ist okay.
Du stehst auf D, das ist auch okay. Und du musst auf G gestellt werden. Ah! Das Ding macht mich fertig. Nochmal wieder nach oben, damit du mir nicht im Weg stehst. So tief kommst du. Alles klar. Du kommst da nicht dran, ne? Okay, ich wurschtel mich mal ein bisschen durch. Bis gleich. So, ich glaube, ich habe es fertig gewurschtelt. Das steht auf A. C, D, G. Müsste passen. Müsste eigentlich so passen. Dann schauen wir doch mal. Etwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht. Das heißt, ich bin doch noch nicht ganz durch. Gut gemacht, Kate Walker. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, um zu vollenden, worum der Rektor Sie gebeten hat. Danke, Oscar. Aber ich muss immer noch die anderen Mechanismen finden. So schaut's aus und das war gar nicht mal so einfach irgendwie einzustellen, aber dank vieler Fotos, die ich gemacht habe, ist es mir dann irgendwie gelungen. Danke, lieber Merkligasthenika Goretti. Naja, egal, wir haben es geschafft, aber ich würde sagen, wie wir die anderen Mechanismen finden und vielleicht nochmal zwischen Dana und der guten Kate hin und her wechseln, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis hierher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an der Folge. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sauber, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.